So, da sind wir. Los geht's. Ich habe 13 Bataillone Bogenschützen hier. Die meisten davon ausgerüstet. Einen Gimli und eine Festung, die nicht wirklich als Festung zählt. Oh, nicht schon wieder Drogoth. Oh, das wird bitter. Drogoth und der Hexenkönig. Gute Theoden. Saurons Mund nennen. Die Elben, aber das... Naja, mal schauen, mal schauen. Sind alle von links gekommen. Ich probier's. Ich kämpfe jetzt um den Erebor. Wenn ich diese Armeen zerschlagen kann, dann habe ich eine Chance, mich ein bisschen auszubreiten, so ein bisschen zu expandieren. Wenn ich hier verliere, dann wird's sehr bitter wieder. Also die Schlacht, die ist wichtig. Sehr wichtig. Ich hoffe, die wird was. Ich hoffe, die wird was. Wenn nicht... bleibt es sehr, sehr spannend. Extrem spannend. Okay. Erstmal alle raus. Ich will endlich kämpfen. Alle Hände voll zu tun. Ja, das sehe ich. So. Wir brauchen ich werde langsam müde. Bau mal. Lasst uns bauen, Brüder. Aber ich habe jetzt schon ein paar mehr von diesen Punkten hier. Die Frage. Ja, gut, der einsame Turm. Ja. Sperrfeuer ist schon richtig nett, aber eigentlich will ich es bloß in Kombination mit dem Erdbeben haben, ansonsten lohnt sich's noch nicht richtig. Ich glaube, ich hole mir lieber die Hobbits. Ja. Ah, noch ein Baumeister. Ah, nee, erstmal nicht. Ist zu riskant. Ich bin bereit. So. Die da gehen dann hier schön in Formation. Gehen wir. Oder hier. So in Formation. Der Gimli geht schon mal dahin, weil ich glaube, dass die von links kommen. Sicher bin ich mir nicht, aber... So. Das sehen wir gleich. Mach den Weg frei. Wir verwenden nur bestes Material. Ja, das hoffe ich mal. Wir doch. So. Der Feind ist nah. Ja, das ist ja wohl wirklich. Gehen wir. Marschieren. Ich bin bereit. Das Bataillon holt sich den Vorpost. Ah ja. So, der müsste instant sterben. Sehr schön. Den hat's erwischt. Gut. Gimli rennt. Seid ihr bereit? Ich will endlich kämpfen. Mit Zwergen geschickt. Ihr geht dahin, du gehst dahin. Der Schießstand ist fertig. Schießstand ist fertig, das ist hilfreich. Der wird auch gleich erweitert für die Feuerpfeile. So, da hat's Gegner. Oh, Reiter. Oh, Reiter. Da hat's einen Bösewicht. Okay. So, den kannst du angreifen. Das Lager des ich werde kommt Axtwurf. Zu mir. Ah, alle der oh. An sehr schön. Aha. Jetzt hört, dass du mir kommst, dann tötest du halt den da. Ich bin was? Der hat es überlebt. Oh nee. Aus dem Weg. Okay. Wir haben den Schiffsstand erweitert. So, aber die müssten den töten. Wie, die wollen unsere Gebäude... Ja, okay. Gut, da muss ich mich natürlich drum kümmern. Es leckt gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, warum. Ignoriert doch mal den Malorenbaum. Der macht gerade nicht viel Böses. Einer ist tot. Sehr schön. Ich will endlich kämpfen. So, da greifen wir an. Bogenschützen aus Tal. Unsere Gebäude, schnell! Wir haben ihr Lager. Na gut, das sind ja bloß ein paar Spinnenreiter. Das geht gerade noch so. So, die Phalanx kümmert sich darum. Genau, der geht mal raus. Ich frage mich allerdings, wo der Hexenmeister gerade ist. Das wundert mich gerade so ein bisschen. So, die müssen sterben, die müssen sterben. Die Bogenschützen müssen sterben. Dann zerstören wir den Gang und die Kaserne. Ja. Okay. Da hat's einen Baumeister. Den sollten wir uns holen. Jetzt warte mal, das zerstören, ihr greift es einfach nur so an. Das passt. Die Phalanx hat das nicht geschafft. Aber noch hält das Gebäude durch.
Also passt es schon. Okay, ich hoffe, der kann da bauen. So. Genau, tötet den mal. Den dann da. Und ihr zerstört dieses Gebäude. Okay. Bauen, bauen. Da oben, das schaut... Oh, geht schon. Die Spinnenreiter sind halt schon sehr stark. Macht aber gerade nichts. Ja, zerstört den Mist. Kommt schon. Wie viele leben denn noch? Zwei. Da ist noch ein Baumeister. So, ein bisschen Splash Damage. Okay, ich glaube, das habe ich ganz gut verteidigt. Denke ich mal. Ich werde jetzt gleich die Feuerpfeile wieder bauen können. Und dann dort angreifen und dann haben wir das. Sehr schön. Schmettert mal weiter. Naja, hier scheint es gerade keinen Drachen zu haben. Zumindest sehe ich keinen. Ah, da hinten, okay. Aber da hinten macht er mir gerade nichts. Ja, ja, der ist, der macht nichts. So, ich muss noch finden, wo die Orks noch sind. Ja, gut, so ein Gang, da bilden sie nichts aus. Entweder haben sie irgendwo noch einen Baumeister. Oder aber noch ein Gebäude, das ausbilden kann. Oder beides. Ah, da ist ein Azog. Naja, komm, den Azog werdet ihr ja wohl schaffen. Sehr schön. Okay. Gut. Schaut ja schon mal ganz okay aus. Ja, das weiß ich doch. Ich will aber wissen, wo er ist. Also wo er wirklich ist, wo er seine Gebäude hat. Vielleicht irgendwo ganz links. Ah ja! Da guckt mal einer. Ah ja, und ein Baumeister, natürlich. Na los jetzt. Piu piu. Sehr schön. Sehr schön. Okay, sieht gut aus. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ja. Und ich glaube auch, ich habe fast überall jetzt Feuerpfeile. Das war jetzt ganz gut. Also Feuerpfeile funktionieren da ganz gut am Anfang jetzt. Das ist... Hätte ich nicht gedacht, dass sie so stark sind. Ich frage mich nur, wo der Hexenkönig war. Aber ich glaube, der war gar nicht dabei. Mordor. Es kann sein, dass die gar nicht in der Schlacht mitgemacht haben. Speichern? Also könnte gut sein, ne? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? So, ich speichere jetzt mal hier so zu... Nicht, dass irgendwo was abstürzt mittendrin. Sicher ist sicher. Okay. Sehr schön. Gut, wir haben jetzt 5 Territorien und ziemlich viel Truppenstärke. Also, das geht. Das geht. Ich glaube, hier wird noch ausgerüstet. Ja, sehr brav. Sobald es fertig ist, dass die Truppen fertig sind, wechsle ich hier aus. Zum Glück habe ich so eine Schmiede irgendwo gebaut und habe das Land gehalten. Weil jetzt kann ich ja wirklich ausrüsten. Und das ist dann sehr nützlich, wenn du dann die Menschen aus Tal hast. Ausgerüstet. Das ist sehr nice. Okay. Die bleiben da. Der König Dein rennt nach vorne. Ja, die können wir nach vorne schicken, ist ja erstmal wurscht. Und dann versuchen wir hier so einen Angriff. Und... Ah, die Frage ist, gehe ich jetzt Richtung... Oder ich hole mir erst Dol Guldur. Dol Guldur ist als Festung nicht ganz so geil. Sie ist schon ziemlich stark, ja, aber... Naja... Geht so. Gut, ich glaube, ich habe auf Dol Guldur fast noch nie verloren. Und sie liegt direkt daneben. Bevor ich jetzt runtergehe und versuche, mir Minas Morgul zu holen, was ich mit Sicherheit schaffen könnte... was ist denn da alles so drin hier? Oh, Ostlinghorde, Kampfgebirgstrolle, Korsarenhorn, Hexenkönig, Aragorn, Katapult. Katapult, Soldaten und Speerschleuder. Und hier habe ich bloß das bisschen. Nein. Der Gläuen, der bleibt. Ah, Heldenerstellung. Aber er muss bleiben, weil sonst, wenn ich das Land hier verliere, ist doof. Ansonsten kann ich nicht angreifen. Ja, nee, machen wir es.
Machen wir schön langsam, Stück für Stück. Das ist besser. Ah, da wird er nicht kämpfen. Nee. Hätte mich sehr gewundert. Wenn er hier kämpft. Joa. Joa. Sind die ausgerüstet? Oh, alles ausgerüstet. Zwei Helden. Und Kavallerie. Ja, dann brauche ich hier. Dann brauche ich die Phalanx. Jetzt ist es wieder der Düsterwald. Ich glaube schon, ne? So, ich komme von rechts. Und der Gegner müsste theoretisch oben spawnen. Mal gucken. Wenn man das noch herausfinden würde, wäre richtig nützlich. Das könnte was. Also wenn man das herausfindet, wo die genau spawnen, dann hat man mit Sicherheit einen großen Vorteil. So. Diesmal bauen wir hier wieder eine Festung. Oh, Spinnen! So nah wie möglich dran. Sehr schön. Bogenschützen ausbilden, das können wir machen. Sehr schön. Ah ja, aha. So nicht, Jungs, so nicht. Tötet die mal. Na los. Was machen denn meine Leute? Da fällt mir ein, ich habe die Punkte noch gar nicht ausgegeben. Das ist dämlich. Wie gesagt. Wo ist denn der Feind? Ich sehe den nicht. Die Musik, die gerade spielt, finde ich richtig nice. Ich glaube, die habe ich irgendwann mal sogar auf meinem MP3-Player gehabt. Damals, als man noch MP3-Player benutzt hat, ja. Ja, die Menschen. Oh, wie süß. Guck mal, ist ein doppelt so groß wie ein Zwerg, aber... Naja, eigentlich nicht. Aber sie sterben. Tja. Rüste dich mal. Oh, jetzt. Der Kampf der Titanen. Wow. Oh, der ist Stufe 5. Hau ab. Hau ab. Lauf, lauf ganz weit weg. Und komm nie mehr zurück. Okay, passt. Ja, wenn die da sind, dann sollte man da auch angreifen, ne? Wie, du kannst da nicht bauen? What the f... Was ist denn das hier? So. Was haben wir hier? Ein Boromir? Den können wir doch auch noch weghauen, oder? Genau. Tschüss, armer Boromir. So, hier können wir alles weghauen. Sehr schön. Okay, ich glaube, das sieht jetzt ganz gut aus. Bis auf, dass der Turm noch steht. Aber naja, wird schon. Sehr schön, Festung ist fertig. Gut. Der bildet echt eine Menge Stuff aus. Das fällt mir überhaupt nicht. Haben wir jetzt einen Feind vernichtet? Anscheinend nicht. Na dann. So, die müssen zurück. Das ist ganz wichtig. Ja, ja, ja. Es sieht schon gar nicht mehr so super aus hier. So, dann bilden wir jetzt hier mal aus. Ja. Das ist sehr gut. Einer unserer Feinde ist weg. Die leben noch. Das ist zerstört. Dann bauen wir hier zum defensiven Turm hin. Und dann heilen wir hier, sobald wir heilen können. Okay. Bogenschützen ausbilden.
Ah, da können keine Leute rein. Das ist schade. Na gut, muss ja nicht sein. Also, ja, dann nehmen wir das Ding halt mit ein. Ist ja auch egal. Das ist gut. Nein, das geht nicht. Wo ist der Bauplatz? Naja, wird schon. Wie wär's, wenn wir das da zerstören? Und dann, joa. Schön, schön. Zerstört. Baumeister müsste sterben. Weg ist er. Passt. Passt. Bestientöterpfeil, na dann. Gut, hier brauchen wir jetzt auch nichts machen. Und dann haben wir das ja eigentlich gewonnen, ne? So gut wie, denke ich jetzt mal. Ach, Gollum, na dann. Und gewonnen. Theoretisch. Komm schon. Ja, gut. Ist bloß die Frage, habe ich im Bataillon verloren oder nicht? Aber selbst wenn, dann war es, glaube ich, plus 1. Das geht dann schon. Lass mich mal gucken. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nein, ich habe tatsächlich kein Bataillon verloren. Sehr schön. So, jetzt schaut es doch schon langsam besser aus, oder? Jetzt sind wir schon bei 6 Territorien. Haben immer noch kein Geld, aber 6 Territorien und ganz viel ausgerüstetes Zeugs. Das ist doch sehr, sehr schön. Okay. Gut, dann kann ich jetzt so langsam wirklich schauen, dass ich nach vorne komme. Ah, okay. Die können alle nach vorne, da haben wir hier nur eine Phalanx rumstehen. Hier allerdings, ah ja, genau. Jetzt switchen wir mal, was wir switchen können. Nix können wir switchen. Ah ja. Es ist jetzt natürlich blöd. Naja, hier, aber ich müsste doch ein bisschen was switchen können, oder? Zum Beispiel die Leute gegen die Leute. So, es hat funktioniert. Das heißt, hier sind jetzt ein paar Schwache. Genau, die können dann ausgerüstet werden. Kann ich nochmal 3 Schwache austauschen? Aus welchem Land denn? Aus Ruhn? Ne, aus Dagorland nach Ruhn. Also aus Dagorland, 3 Schwache, nach Ruhn, zack, 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 tauschen. Genau, dann sind es hier die Schwachen, da die Starken und der hat auch ausgerüstet. Ah, genau, die 3 gegen 1, 2, 3, 4, geht nicht, warum nicht? Okay, warte, dann tauschen wir bloß die aus und die da. Und gut ist. Und die können wir noch tauschen. So. Eine Phalanx. Ja gut, da ist keine Starke mehr drin, ne? Oder ist sie jetzt hier? Ah, guck mal einer an. Das heißt, der mit dem. Haben wir hier noch eine starke Phalanx? Ja, die noch tauschen. So, weil dann haben wir jetzt hier 2 Helden, 3 Katapulte. Und 2 Phalanx und 2 Bogenschützen. Das ist ganz okay. 4 Katapulte sogar. Perfekt. Das ist eine richtig nette Belagerungsarmee. Und mit der können wir angreifen gehen. Genau. Da greifen wir an, da greifen wir an. Und der geht an die Front. Warte. Wo brauche ich es dringender? Hier habe ich Bogenschützen. Und hier habe ich mehr Leute. Das heißt, der geht runter. Gut, kurz speichern. Und dann machen wir weiter. Genau.